Sims 3. Oh! Ja! Oh! Ja! Füttern! Knuddeln! Dumm gucken! Oh, Sport! Sport! Adi! Hust! Ring, Ring! Oh, was kann man hier alles erleben? Leck mich fett! Uiuiuiui! Geister! Und einen dicken Fischangel! Und popeln! Und zocken! Ach nee, das war Spiel! Verdammt! Und an Bauchnabeln hören! Und dancen! Yeah! Und damit herzlich willkommen zu Plug and Jay, diesmal mit The Sims 3. Ich hatte mir gedacht, ich könnte eigentlich mal die ganze Pete Smith Bande erstellen und die einfach mal zusammen in ein Haus werfen. Und ja, ihr dürft jetzt quasi blind mal miterleben, welcher Spiel. Ich habe die Sims 3 noch nie gespielt. Ich meine, ich hatte die Sims 2 damals gespielt. Die Sims 3 weiß ich überhaupt nicht mehr. Hoffentlich lädt er jetzt hier nicht ewig lange, damit das nicht so öde für euch wird. Und ja, wie gesagt, wir werden jetzt hier die 6 Leute von uns erstellen und mal gucken, ob wir die Charakterzüge auch finden. Ich habe hier einmal versucht, mich anzumelden. Verbindung wird hergestellt. Die Verbindung zum Server wurde unterbrochen. Das ist natürlich alles zippy. Was Besseres kann man mir nicht vorstellen. Nein, wir wollen uns jetzt nicht anmelden. Scheiß drauf. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu stressig. So. Was ist denn ein Spieletipp hier? Deine Sims haben verschiedene Karrieremöglichkeiten, die am Arsch. Die Stadt steckt voller neuer Möglichkeiten für arbeitswillige. Sportliche Sims sollten mal im Lama-Gedächtnisstadion vorbeischauen. Dort werden Auswahlspiele angehalten. Aber natürlich gibt es noch viele andere Jobs. Ah ja, ja. Ja, gucken wir mal an. Also ich kann mir jetzt schon ganz gut vorstellen. Ach, guck an. So, hier sind wir jetzt. Wir könnten hier so eine Standardfamilie nehmen. Das wollen wir allerdings nicht. Jetzt muss ich mal eben gucken. Ich will hier nicht. Ich will hier einen neuen Sims erstellen. Das ging doch gerade noch. Das später. Ich will keinen. Am Arsch. Ah, da. Sims erstellen. Yippie. Ja, fangen wir doch mal direkt hier an. So. Yeah. Mit wem fangen wir denn an? Gehen wir mal alphabetisch vor. Fangen mit. Was haben wir denn? B to the Ramen an. Wenn ich das richtig sehe. Ja, B to the Ramen. Komm, gib Gas. Erstelle einen Haushalt. Wird geöffnet. Als ob das so ewig lange dauert. Ich hoffe, euch hat das bislang ganz gut gefallen. Ah, es geht weiter los. So, nee, ich will ja, wie die hier einen die ganze Zeit nur aufdringlich da zu auffordern, in den scheiß Store zu gehen und irgendwas für Geld zu kaufen. Er ist doch ein Witz. So, wie nennen wir dich denn hier? Ich nenne dich mal Dennis Brahman. Na komm, wir machen mal auch einen richtigen Brahman. So, er ist natürlich ein Männchen. Er ist ein junger Erwachsener, Hautfarbe, machen wir mal Standard hier, ne? Wir sind Zocker, wir haben keine allzu dunkle Hautfarbe, Körpergewicht. Okay, so sieht... Nee, so ein Bram haben wir aber auch nicht. Allerdings ist er schon ein relativ großer, auch nicht gerade unmuskulöser Mensch. Was ist das denn? Ach, das ist die Muskelgröße. Was ist das? Achso, das ist die Definition. Ja, okay, dann stellen wir ihn mal so. Ohne ihm jetzt nahe zu wollen. Oh, da kann man ja schön drehen. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Eigentlich haben wir Peter schon fertig erstellt hier. Ne, nicht ganz. Was muss ich jetzt hier machen? Komm. Ah, komm. Alter, was ruckelt das so? Komm, go, go. Haare. Was hat der Brammen denn so für Haare? Oh shit.
Ah, nee, viel zu lang. Wieso gibt's denn nur so wenige Haare? Warum soll denn der Kack? Wie soll ich denn dann den Bram erstellen? Ist natürlich jetzt öde. Er ist zumindest ein Blondinchen. Ja, am Arsch, ey. Zu wenig. Ja, dann haben wir die Haare so nach hinten. Das ist genau die Peter-Gedächtnismaske. Geil. Scheiße, ey. Was ist das? Wie sieht das aus? Ja, komm, dann ist das jetzt hier der Bram mit dicken Koteletten. Naja, das passt ja mal super. Oh Mann. Das passt ja überhaupt nicht. So, Augen. Alter, ich hab den Bram noch nie so oft in die Augen geguckt, du Schnucki. Wie sieht der denn aus? Fuck. Ich bräuchte so ein Bild jetzt nebenan. Mein Gott, es sieht irgendwie alles sieht aus. Ich sehe nur noch Peter drin. Nein, der Bram hat auch ganz normale Augenbrauen hier, sowas. Oder? Denke ich mal. Bart? Nee, Bart besitzt er nicht. Gar keinen, auch keine Koteletten. Ah, das geht doch schon. Er hat irgendwie ein bisschen blonde Haare. Und ein bisschen dunkler machen. Und dunkelblond wäre schön. Krass, wie lange der mal lädt. Ach so, jetzt. Moment. So. Ah, das passt aber auch nicht. Tja, scheiße. Nee, aber der hat doch nicht so hellblondes Haar. Aber er hat auch kein so rötliches. Ach, scheiß drauf. Machen wir das jetzt. So, was ist das? Körperbehaarung? Alter, was weißt du nicht, was Bram für eine Körperbehaarung hat? Ja, sexy Buddy. Oh, Schnuckichen. Wie sieht das denn hier aus? Oh, shit. Nee, komm. Das tun wir immer nicht an. Oh Gott. Aussehen, was kann man denn hier noch ändern? So. Susel. Ja, die Ohren. Ah, keine Ahnung. Ich könnte jetzt von mir sagen, dass ich alle Segelohren habe. Das werde ich dann auch nachher benutzen. Aber hier, boah, das weiß ich nicht. Der Bram hat immer so kleine Augen. Nee, so kleine dann aber auch nicht. Scheiße. Ja, komm, nehmen wir das hier. Was ist das für eine Nase? Ah, shitty. Tja. Dennis, wie siehst du denn aus? Nee, Gott. Ach du Scheiße, ey. Ich verunstalte dich hier voll, Dennis. Jetzt ohne Spaß. Wie sieht der denn aus? Ah, komm, das sieht sehr jünglich aus, irgendwie. Sommersprossen. So ein Schönheitsfleck, oder was? Nee, sowas hat er nicht. Das ist das Make-up. Nee, Make-up benutzt er auch nicht. Tattoos hat er meiner Meinung nach auch nicht. Ja, komm, so irgendwie sieht das nicht so ganz ähnlich aus. Aber mit einer Menge. Ach, guck mal, hier können wir wieder schön Sachen kaufen. Ja, Hippepura. Ich habe jetzt natürlich nur das ganz normale Sims-Spiel. Ich hatte keine Lust, 500 Euro noch für irgendwelche Sims-Erweiterungen auszugeben. So, wie sieht denn der Bram aus? Der hat ja... Wenn wir mal Hard Reset überlegen, hat er immer so einen schönen Kapuzenpulli. Das wäre doch auch fein. Komm, sexy. Der Bram im Leopardenkostüm. Geiler Scheiß, ey, leck mich fett. Ja, komm, wir machen mal Bram zum Pascha. Alltagskleidung, was hat er für Hosen? Gibt's dazu eine passende Hose? Hier sowas. Ja, oh, bist du geil, Bram. Perfekt. Perfekt, Junge. Abendkleidung. Was ist denn das für eine Abendkleidung? Oh, was ist das denn, wa? Ja, hier schön mit Hemd. Aber natürlich keine herunterhängenden Hosenträger. Was ist denn das für eine Scheiße? Komm hier, richtig feinem Anzug kann der Bram rumlaufen. Ja.
Schlafanzüge. Ich weiß nicht genau, wie pennt der Bram denn? Ich kann bei ihm auch diese sexy Unterwäsche direkt lassen, wenn er schon so einen geilen Klamotten und hat. Sportkleidung, ja, die gibt's bei uns nicht allzu häufig. Guck mal hier, Sportkleidung, so. Genau sowas. Ne, das nicht. Ja, kann ich mit leben. Hier, schöne kurze Hose, ja, gechillt. So gehört sich das. Und noch eine feine Badekleidung hier. Scheiß die Wand an! Fuck! Oh mein Gott, hat man hier Spaß bei. Ach so, ein Beach Boy ist er. Ach so, da kann ich nur die Kette auswählen, denn er hat keine Kette. Was trägt der Bram denn für eine... Nein, der trägt hier nicht so weit, ey. Komm, er trägt so was Schönes. Alles klar. So, komm, jetzt machen wir eine Persönlichkeit. Wie ist der Bram denn? Was haben wir denn für Merkmale? Der Bram ist... Was sind das? Ach, alle, okay. Angler, athletisch, Autofreak, begabter Koch, begeistert. Ja, man kann ihn schnell begeistern für etwas. Böse. Was, ich muss echt mal mich da durchlesen, ein bisschen. Ehrgeizig ist der Bram auf jeden Fall. So, das kommt schon mal rein. Warum hat das jetzt nicht hinzugefügt, du Sack? Achso, ich muss doppelklicken. Ne, ein Einzelgänger ist der auch nicht. Feigling definitiv auch nicht. Flirtvoll schon gar nicht. Geistesabwesend. Ah, komm, hier ein kleines Genie ist er auch. Ah, aha. Ja, das ist er. Glückspilz, grüner Daumen, ein guter Küsser, oh, das weiß ich nicht genau, da müssten wir mal eher Hardy fragen. Ja. Was ist er denn noch? Ja, Schlafmütze, Schmeichler, Schnorrer, Sinn für Humor, das hat er auch. Und, was ist er denn noch? Wahnsinnig, ne. Zugeknöpft, überemotional, Workaholic. Ja, er ist nur ein kleiner Workaholic, ist er ja schon. So, jetzt müssen wir hier noch eins hinzufügen, was wir haben wollen. Er ist noch. Ach ja. Ja, doch, er streitet schon gerne. Ja, gibt's den Troller? Ne, Troller gibt. Hasst die Natur. Ah, so oft ist er nicht draußen. Mama hasst die Natur. So. Was will er? Er will weltweit anerkannter Beschrub werden, Geschäftsführer eines Megakonzerns, Renaissance-Sim, Alleskönner oder Züchter von Robokreaturen werden. Ja, das möchte er werden. Er möchte ja, das sind doch, auf jeden Fall. Favoriten. Kann ich die auch ändern? Oder ist das jetzt automatisch? Ach, lol. Was mag er denn? Er mag gerne hier, wo ist denn das? Hier gibt's so, hier kommen Hamburger. Lieblingsmusik, ja, da ist er so ein Rocker, ja. Haben wir denn hier Rock? Gibt's keinen Rock? Wieso gibt's denn hier keinen Rock? What the fuck? Komm, dann ist er Indie. Lieblingsfarbe, ja, Bram, was hast du für eine Lieblingsfarbe? Du magst blau. Chabo! Sandel, Yapso, Sim Chabo! Yapso, Simchi. Sadomaso, Dor. Was, Sadomaso, Dor? Ja, definitiv. Alter Vater, jetzt weiß ich natürlich nicht, was für ein Sternzeichen er im März ist. Hip, hip, hurra. Oh Gott, kein Plan. Zufällig. Fertig aus. Jo, so, dann haben wir den ersten fertig. Annehmen. Nein! Jetzt habe ich den. Zurück, abbrechen. Wir brauchen ja noch einen neuen Sim. Wen erstellen wir jetzt? Jetzt ist Chris dran. Chrissy. Go, go. Lad schneller, du Stück. Eine Bram, der sieht doch schon mal ganz nett aus. Vor allem mit seinem geilen Leopardenanzug, ey. Der kann einiges. So, los. Alter Vater. Krass, wie lange der immer dazwischen lädt. Nein, wir haben den Christian Stachelhaus. Der ist auch ein Männchen. Stachelhaus. Der ist auch, wie irgendwie fast alle von uns, etwas betuchter. Ist jetzt... Gibt's denn keine Körpergröße?
Er ist schon eher ein Erwachsener, er ist der Älteste von uns, deswegen machen wir immer was älter. Er wird vor uns alle sterben. Ja, Muskeln hat er natürlich auch. Hier, zack. Dass man die Körpergröße nicht einstellen kann. Man kann nur die Körperbreite einstellen. Was ist das denn für ein Scheiß? Ah, das ist strange. Haare. Ja, da macht er gerne vorne, da wird auch hoch. Ja, kein Plan. Was haben wir denn hier? Kappa hat er nicht so häufig auf. Was ist denn hier mit? Er hat schon mal braune Haare. Ach du Scheiße. Nee, so sieht er überhaupt nicht aus. Ist, oh Gott, was? Die Augenbrauen sehen ja aus wie so eine Barbie-Puppe gerade. Ha. Tja. Christian, was mache ich dir denn jetzt für eine Frisur? Na komm, dann musst du halt die nehmen. Ich hoffe, du kannst damit leben. Die sieht dir zwar irgendwie leider nicht allzu ähnlich aus, aber irgendwie haben wir nicht mehr. Leider, leider. Alter, was für dicke Augenbrauen. Ne? So dicke hat er definitiv nicht. Ja, schon eher. Ein Bart. Er hat so ein kleines Bärtchen hier. So was hat er hier. Aber nicht so stark. Warum gibt's denn hier nur so stark? Nee, das auch nicht. Tja, scheiß drauf. Dann kriegst du halt so was hier. Hoffentlich hast du noch so ein Bart. Wenn nicht, dann tut's mir jetzt auch leid. Körperbehaarung, die interessiert mich ehrlich gesagt bei ihm jetzt auch nicht allzu sehr. Deswegen kann ich da auch wenig zu sagen. An Haarwurzelfarbe anpassen. Blond. Wollt ihr mich verarschen? Was ist das für eine Haarwurzelfarbe? Ich hab doch das Haar schon geändert. Alter, das sieht überhaupt nicht aus wie Christian. Nee. Achso, jetzt gibt's so einen Vorfall. Tja. So was hier. Was hat er denn? Braune Augen hat er. Glaube ich. Aha. So, Christian, wie siehst du denn aus? Ne, so, boah, Alter, was ist das denn, ey? Wie sieht denn so aus? Eine Qual für alle. Scheiße. Das könnte doch. Da nehmen wir die sind gut. Oh Gott, Christian, ey. Bin mal gespannt, was ihr meint, wer mir am besten gelungen ist. Aber irgendwie. Alter, das sieht überhaupt nicht aus wie Christian. Geht ja gar nicht. Kann ich Brillen auch anziehen? Muss irgendwo eine Brille anziehen können. Aber nicht bei den Augen. Huh. Ist das erweitert? Ach du Scheiße. Na, Hippipura. Erweitert ist mir ein bisschen zu stressig und das wird auch wahrscheinlich irgendwie das Altersdetail. Nein, er hat doch keine Falten. Make-up. Da gibt's aber auch nicht. Verdammt. Gibt's denn sowas wie eine Brille? Yep so. Nein, er hat auch kein Tattoo. Aussehen, Kleidung. Kann man die da ändern? So. Ja, also das war's. Sehr gut. Ja, komm, Christian. Tut mir sehr leid. Christian ist auch eher so der gechilltere Typ. Deswegen wird er als Alltagskleidung. Oh, was kriegt er denn mal? Was ist denn so sehr gechillt? Ach, guck mal hier. Zack. Ne, dann haben wir ja schon als Sportkleidung für Davis. Ne, dann machen wir hier sowas. Ach verdammt, habe ich mich verklickt. Abendkleidung, Beinkleidung. Sasto. Gibt's was wie Jogginghosen? Ne. Oh. Eigentlich ist die ganz gut, die Hose, die wir da haben. Ne, so sieht er definitiv nicht aus. Hier kommt sowas. Ne. Eine Jeans. Die sieht ja hässlich aus. I. Egal, Outfits, Schuhe, was hat er denn für Schuhe? Hier die guten, hier sowas blaues. Nein! Hier, zack. Christian ist blau heute. Mal ganz blau.
So, Accessoires. Ja, eine Brille, sehr schön. Was hat er denn für eine Brille hier? Sowas. Ach du Scheiße. Oh, hübsche Farben. Sehr hübsche Farben, echt. Leckt mich am Arsch. Voll die Styler-Brillen hier. Ach du Kacke, da kannst du voll die Harry Potter rausmachen. Scheiße. Was ist das? Das Knutschflecken? Was ist das denn jetzt? Das Accessoire sieht man nicht. Okay, das wollen wir auch dann lieber verdeckt lassen. Ja, Christian kriegt so eine Brille. Oh Gott, sieht das schlecht aus. Voll mies. Abendkleidung. Abendkleidung, war wieder ein schönes Outfit. Christian sieht aus wie... Ah, hier schön mit Fliege. Ja, fein. Schlafanzug. Hm, was trägt er denn so gerne? Hä? Gibt's denn nicht? So, Boxershorts. T-Shirt. Und Hose. Ja, zack. Fertig. Sport. Machen wir auch mal ganz fix hier. Gibt es hier so eine... Ne, gibt keine Gesamtkleidung. Oh. Ja, komm, dann lass mal die Sportzeug hier, sonst... Oh Gott, das ist voll die Monsterfolge, die es hier gibt. Aber egal, wir erstellen hier jetzt heute alle Sims. Und dann haben wir eine Menge Spaß. Hm, Persönlichkeit. So, Merkmale hinzufügen. Was ist denn er? Kann er kochen? Ja, er kocht gerne. Charismatisch. Computer. Computerfreak hätte ich eigentlich jedem von uns geben müssen. Scheiße. Ach Mist. Na egal, komm, lassen wir das jetzt mal hier. Flirt vor. Freundlich ist er auf jeden Fall. Gut ist er. Oh. Hoffnungslos romantisch. Ach, was schön. Kokett. Oh ja, kokett. Mit Sicherheit. Leicht zu beeindrucken, leichter schlafen. Er hat eigentlich einen ziemlich guten Schlaf, glaube ich. Das ist bloß selten gut gelaunt. Ordentlich ist er mit Sicherheit auch. Und er ist... er schläft auch gerne. Vielleicht machen wir eine Schlafmütze aus ihm. Na komm, wir machen mal eine Schlafmütze aus ihm. Zack. Alles klar. So, was möchtest du werden? Du möchtest Vorsitzender der freien Welt werden. Nachrichtensprecher. Komm, du wirst hier gefeierter 5-Sterne-Koch willst du werden. Ist das nicht fein? Jawohl. Favoriten und Stimme. Oh, Kekse, Kekse. Wer möchte einen Kekse? Nein, was magst du am liebsten? Du machst dir am liebsten... Was machst du dir denn am liebsten? Du machst dir am liebsten einen Philly-Steak. Er hört auch gerne Indie und seine Lieblingsfarbe ist blau. Kein Plan. So, der nächste Sim am Start. Go, go, go. Wer ist jetzt dran? Hagen. Der Dennis. Kukupa. Ah, so, damit wir hier mal auch was Weibliches reinkriegen, machen wir mal Hadi als Weibchen. Oh, hübsch, da können wir eigentlich schon lassen, so, oder? Haar zum Blick. So, du bist eine... Nee, Teenager ist er nicht. Hier so. Was ist das denn? Brustgröße anpassen. Boah, wir machen Hadi mal eine richtig geile Barbie. Damit wir was zu gucken haben. Muskelgröße, nee, hat er nicht. Muskeldefinition hat er nicht. Haar. Wie siehst du denn aus, Herr Hardy? Schade, gibt's gar keine Kurzhaarfrisur? Ach du Scheiße. Ach, das ist die Frisur? Ach du Fucker.
Leck mich am Arsch. Hübsch. Boah, die, oh Gott. Alter Vater, nee, Hadi, so nicht. Hier, wir machen dich jetzt mal hier so. So möchtest du gerne aussehen, Hadi, wenn du weiblich wärst, ne? Du hast natürlich kleine gezupfte Augenbrauen. Jawohl. Boah, bist du sexy, du Schnucki. Oh, schön große Wimpern. Ja, sicher. Nein, ach du Scheiße. Nein, die ist eher so ein kleiner, dünneres Gesicht. Die Brille geht mir auf den Sack bei ihm, ehrlich gesagt. Oh, das sieht sehr glücklich aus, ja. Die Nase, ja. Da suchen wir mal die schönste raus. Ich muss mal hier die Seitenansicht machen. Damit wir auch die feinste Nase von ihm filmen können. Die ist schon gut. Alter, wie viele Nasen es gibt. Die ist doch gut, oder? Die passt doch. Hani hat richtig volle Lippen. Oh ja. Boah. Natürlich hat er einen Schönheitsfleck, den geben wir dem Hadi mal. Make-up. Gibt's hier irgendwie Kostüm? Ach du Scheiße. Nein, so sieht er natürlich nicht aus. Nein, das sieht gut aus. Damit kann ich leben. Mach mal Hadi noch ein Arschgeweih. Ach, ich wollte mal. Können wir das nicht woanders hinsetzen? Ach, öde. Ich bin Sims, ich bin total asexuell. Na gut, dann kriegt er halt hier so ein kleines Tattoo auf dem Rücken. Kleidung! Ach du Scheiße. Ich muss Hadi echt noch die Brille wegmachen, das geht gar nicht. Er kriegt so einen kleinen Bling-Bling-Ohrring. Ein bisschen Hadi brauchen wir ja auch noch. So. Hier, Brille weg. Oh, hier, bling bling. Das sieht man jetzt gar nicht. Doch ein bisschen. Ein bisschen scheint es ja durch. Und dann machen wir ihm noch. Ach du Scheiße. Nein, machen ihm keine Knutschflecken. So, Alltagskleidung. Wie sieht denn der Hadi aus? Ach du Kacke. Was das alles gibt. Komm, machen wir mal Hadi so richtig nuttig. Mit seinen Monstermützen. Alle wollen Hadi. So. Ach du Kacke. Alle Frauen werden sich jetzt den Kopf über die Hände vor den Kopf schlagen. Wie kann er nur so eine Scheiße tragen? Ja, komm, aber hier, das ist doch schön. Das sieht doch super aus. Schuhe mal schön hochhackige. Der Hadi muss ja auch gut laufen können. Hier sowas. Ah, das passt ja gar nicht. Kann man nicht da diese komischen Felldinger wegmachen? Das sieht ja kacke aus. Na, mal gucken hier. Geht ja gar nicht. Ja, voll hässlich. Hier, sowas. Gibt's da eine andere Farbe? Boah, was ein modisches Diarrhö hier am Start ist. Gar nicht. Mal lieber so ein Röckchen. Machen wir halt so ein Röckchen, ne? Oder mal eine Panty. Ach komm, kriegt Hadi mal hier so ein Röckchen. So, Schuhe passen. Accessoires haben wir auch geklärt. Abendkleidung. Hadi kriegt wieder hier so ein ganzes Outfit. Oh ja, so ein schönes Ballkleid.
Oh ja, sexy. Sehr gut. Schlafanzug. Wie schläft denn der HD? Der Tagi? In einem sexy... ja, in einem Schäfchen-Schlafanzug. Sport. Sport macht Hardy hiermit. Ja. Badekleidung. Gibt es einen Monokini? Gibt es nicht. So was. Natürlich die Hinterlandschaft betrachten. Achso, das ist alles so was dasselbe. Ja, das Spiel ist ja halt asexuell, ne? Müssen wir mal halt immer drauf achten. Alter Vater. Was hab ich dem denn bitte für Möpse gemacht? Ja, nehmen wir das hier. Zack, für die aus. So. Persönlichkeit, Hardy. Wie bist du denn? Du bist... Was bist du denn? Du bist chaotisch. Du bist charismatisch. Du bist... Bist du genügsam, geschickt, grüner Daumen, gut, gute Küsserin, je zornig, streiten gerne, ja komm, ich würde ja sagen, je zornig ist dasselbe wie Trollen. So, dann haben wir doch schon genug, mehr geht leider nicht irgendwie, aber kindisch lassen wir mal raus, kindisch passt eher zu mir. Machen wir Hardy nochmal zu... Guck mal, er muss ja wie bei Minecraft überall schnorren. Der schnorrt überall. Jawohl. Was will er haben? Herzensbrecherin. Er will... Was will er denn werden? Er will total beliebt werden. Oder er will eine Herzensbrecherin sein. Hardy möchte total beliebt sein. Ja, dann haben wir den nächsten. Sing hinzufügen. Zack. Hoffentlich kann man denn auch 6 Leute machen. Sonst wäre das sehr schade. Dann würde einer wegfallen. Das wäre dann, glaube ich, Sepp. Der wäre nämlich der Letzte leider. Jonathan! Jay Apelt ist dran. So. Wie machen wir mich denn? Ich bin ja hier auch nicht gerade der Dünnste. So. Muskeln. Ich habe bei Bram vs. Jay minimal verkackt. So. Haare. Wie sieht denn der Jay so aus? Der Jay, was trägt der denn? Der Bobby hier so dann eigentlich, oder? So sehe ich dann in 10 Jahren aus. Ja, guck mal. Scheiß, die Wand an. Aber mit richtig buschigen... Oh Gott. Ah ne, ich muss ja noch meine Haarfarbe ändern. Ja. Alter Vater. Vor allem da diese Glatze da. Als wenn man ein Spiegelei drauf braten könnte mit dem Sonnenbrand. So wie das aussieht. Alter Vater. Nein, ich habe keinen Bart. Ich habe... ja, hier... Sascho. Ne? Komm, ich mach mir jetzt mal hier so eine geile Körperbehaarung. Ich will mir auch den Rücken behaaren, wenn ich das schon kann. Mal so richtig... Alter, ist das eklig. Das sieht richtig mies aus. Bah. Wie so ein Gorilla. Oh, komm, wir machen es mal richtig sexy. Geil. Oh shit! Alter Vater! Boah, ey, Gorilla lässt grüßen, ey. Alter Vater! Scheiße! Boah, so richtig eklig schwarze auch noch. Kacke, sieht das schlimm aus. Irgendwie sehe ich hier schon wieder Peters Gesicht drin. Verstehe nicht. Also Peter kann man, glaube ich, am leichtesten nachmachen. Jetzt müsst ihr natürlich wissen, wie ich selbst aussehe. Ha. Ja, machen wir mal sowas. Mund. Ja, pff, kein Plan, Mann. Hier, sowas. Schönheitsfleck, Outfit. Nee. Das haben wir alles nicht. So.
Ach, das war's. Erstmal das Wichtigste. Ich brauche eine Brille. Und sehe ich nichts. Da es immer so hässliche Brillen auch noch gibt. Ich hab keine Harry Potter Brille. Ja, da kommt die sieht Maya, glaube ich, noch am ähnlichsten. Obwohl, so eine getönte Sonnenbrille habe ich irgendwie auch nicht. Aber naja, macht sie nichts. Ich trage gerne schöne T-Shirts. Und zwar einfach mal hier so geile mit Totenkopf. War richtig gefährlich. Scheiße, ey. Ich sehe aus wie so ein Gewaltverbrecher, ey. Alter Scheiß, die waren die dann. Geht ja gar nicht klar. Oh mein Gott. Nein, ich trage Jeans. Ach du Scheiße. Gibt's hier nicht vernünftige Jeans? Alter Vater. Nie eine Jogginghose. Ich trage doch immer Jogginghosen. Hab ich doch auch bei Bram vs. Jay getragen. Wieso kann ich denn hier nicht sowas wie eine Jogginghose tragen? So richtig assi. Warum gibt's denn nur sowas als Alter? Es gibt doch auch welche, die wirklich... Da haben wir doch, jawoll. Das sieht doch gut aus. So, Oberteil machen wir dann doch lieber grau. Ja, komm, das ähnelt dann doch noch meinem Bram vs. Jay-Auftritt am meisten. Ich habe aber andere Schuhe gehabt. Beziehungsweise hatte ich nur Socken. Also, wie sehen denn meine Schuhe aus? Haben wir hier sowas? Irgendwie nicht. Alter, genau, ich mache ja solche Schuhe, so sehen meine Schuhe aus. Alter Vater. Voll assi. Ja, komm, hier sowas. Abendkleidung. Wie sehe ich denn abends aus? Abends laufe ich. Warum habe ich denn jetzt keinen Kopf mehr? Mir die Haare glatt geschoren. Hä? Okay, ich rasiere mir immer, wenn ich abends ausgehe, die Haare und dass hier so geile Koteletten stehen. Okay, das lasse ich mal. Das finde ich zu gut. Alter Vater. Nee, wenn dann mit nacktem Oberkörper. Wenn dann schon richtig, ey. Da ekle ich mich ja von mir selber. Oh Gott, was ein Monster. Leck mich am Arsch. Geht ja gar nicht klar. Alter Vater. Ich will hier keine fucking Tipps. Sieht das schlimm aus, ey, leck mich doch am Arsch. Ah, sehr schön. Ich habe aber keine Kopfbedeckung. Wieso ändert er denn die immer? Bei jedem Mal, verstehe nicht. Scheiß drauf. Yipso. Badekleidung. Ey, wieso habe ich denn... Ich will Alltagskleidung, da muss ich doch... Da kriege ich wieder normale Haare, oder wie? Verstehe ich nicht. Okay, lassen wir das. So. Was bin ich denn Persönlichkeiten? Was bin ich denn? Ich bin ja eigentlich auch schon ein bisschen chaotisch. Ein Computerfreak natürlich, sonst würde ich ja nicht die ganze Zeit für euch zocken. Ja genau, mit so einem riesigen Laptop, so zocke ich gerade bei euch. So einen kleinen grünen Daumen habe ich jetzt, sag ich mal, weil ich ja Tiermedizin studiere. Kindisch bin ich. Ach du Scheiße. Ja, das passt dem Gorilla dann sehr gut. Guck mal, ein Widerspruch. Mag keine Kinder. Ah, ich mag Kinder. Na dann. Was mache ich denn noch? Was bin ich denn noch? Vegetarier bin ich definitiv nicht. Überemotional. Stimmungsschwankung. Wäre bestimmt auch ganz witzig. Aber ich mache mich nochmal zum... Machen wir denn hier nochmal rein? Tja.
Ich... Was kann ich denn hier sein? Leck mich am Arsch. Ich bin ja... komm hier, warte mal. Hier hat man doch was. Scheiße, mir fällt nicht ein, was ich noch machen könnte. Das wäre dann noch ganz cool. Ich will jetzt auch nicht doppelt irgendwie was machen. Bin jetzt einfach mal... Trampeltier? Mach mal ein Trampeltier aus mir. Außerdem lieben sie es, sich über andere lustig zu machen. Ich bin ein Trampeltier. Definitiv. So. Go, go! Was will ich denn werden? Der perfekte Garten? Ja, Forensik-Spezialist. Oder? Ja, passt nicht. Gibt's Tierarzt? Wann gibt's denn keinen Chirurg? Dafür bin ich nicht klug genug hier, ne? Acht verschiedene perfekte Pflanzen anpflanzen und züchten. What the fuck? Komm, das machen wir mal. Wir haben ja den tollen grünen Daumen. Gut. Ich kann diesmal von mir behaupten, dass ich Zwilling bin. Wenigstens das weiß ich. So, und dann machen wir den nächsten Sim. Ich finde, Bram ist eigentlich ganz gut gelungen, ey. Muss ich sagen. So, nächster Sim. Ah, geil, ich glaube, das geht. Peter Schmitz. So. Peterchen ist natürlich auch ein kleiner Schnucki. Aber warum ist denn der weiblich? Fällt mir mal gerade so auf. Der ist ja nicht weiblich. So. Fertig, Peter. Haare, wo haben wir denn die Peter-Gedächtnisfrisur? Das ist sie doch, oder? Jawohl. Aber so was von. Also Peter, 1:1, ohne Scheiß. Was haben wir denn für Augenbrauen? Aber Peter muss ich mir jetzt Mühe geben. Irgendwie kann man den am besten machen. Bei Peter fällt mir gar nicht. Nee, ich glaube, dann machen wir hier solche Augenbrauen. Körperbehaarung. Kenne ich mich auch nicht aus. Ich habe ja schon eine, das reicht. Was denn Peter hier? Peter hat doch so ein süßes Doppelkinn immer auch bei Hard Reset. Oh, schade. Das hier? Alter Vater. Ja, komm, machen wir das hier. Augen. Was hat Peter denn für eine Augenfarbe? Leck mich am Arsch. Komm, lass mal das jetzt ganz gut aus. Tja. Nehmen wir hier sowas. Was hat er denn für Lippen, der Peter? Peter hat Standardlippen. Ne? Schönheitsfleck hat er nicht. Ja, so ein bisschen. Eine Brille hat er. Scheiße. Nein, so eine Brille hat er definitiv nicht. Komm, damit er nicht dieselbe hat wie ich, mache ich mal so eine Brille. Alltagskleidung. Ja, was trägt er denn ganz gerne? Er trägt so Kapuzen auch hier, zack. Jawohl. Hose. Oh, was ist das denn? Ich würde sagen, er trägt eine Jeans. Fertig aus. Schuhe trägt er sowas hier. Zack. Abendkleidung trägt der Peter gerne. Was haben wir denn hier für eine schöne Abendkleidung? Sowas hier? Ja, komm. Wie pennt der Peter? Peter pennt hier in meinem geilen Bademantel. Jawoll!
los so? Sport. Ja, Sport ist immer so schwer bei uns. Wir sind ja so mega außerordentlich sportlich. Da wird man nicht viel von uns sehen. Ja. Oh. Nee, das ist die habe ich ja schon selber als Hose. Komm, kriegt der jetzt. Oh, Alter, Vater, sieht das assi aus. Yep, so. Bade, Badesachen. Was machen wir denn mit Peter für eine schöne Badehose? Guck, er hat sogar einen angedeuteten Sixpack. Krasser Scheiß. Also Glück gehabt, Peter. Das lasse ich jetzt mal für dich. Merkmale hinzufügen. Peter ist ein... genauso wie wir alle eigentlich, ein Computerfreak. Ah, er ist, was ist er denn? Flirtfaul ist er jetzt nicht, aber... Ja. Ist so... Ja, was machen wir denn da? Er ist ein Genie, er ist... Was ist er denn? Machen wir ihn mal zum kreativen Künstler hier. Ja, er ist Loser. Nein, das ist er natürlich auch nicht. Partylöwe ist er auch nicht. Ah, er ist so ein kleiner Snob. Er ist ein Stubenhocker und er ist... Geiler Blick. Und was ist er denn noch? Er ist... lehnt Nacktheit schlicht und ergreifend ab. Aha. Er ist ein Workaholic. Machen wir mal einen Workaholic aus ihm. So. Was will er werden? Schachlegende, Bastler, Renaissance-Sim... Ja. Keine Ahnung. Machen wir aus ihm mal einen Renaissance-Sim. Bei 3 verschiedenen Fähigkeiten Level 10 erreichen. Oh, meinetwegen. Ja, gut. Und dann machen wir den letzten noch für die heutige Monster-Ausgabe. Sim erstellen. Und dann haben wir die, Familie Terror. Wie? So. Sebastian. Lenzen. Dunkler. Er ist jetzt hier nicht gerade der dickste. Ein bisschen Muskeln hat er schon. Ein bisschen auch getont. Haare. Der Sepp für Haare. Puh. So was hier? Scheiße. Mach mal ein Sepp für Haare. Ja, komm hier, so was. Standard-Scheiß. Das war diese Haare, ey. Das kotzt mir an, dass es nur so wenig gibt. Ah, man bräuchte echt Erweiterung. Haben sie ja sehr klug gemacht. Nee, das hat auch nicht so komische, krauses Haar. Weißt du was? Wir machen Sepp mal. So eine Nougat-Schnitte. Wir brauchen ja auch eine Nougat-Schnitte bei uns in der Bude. So. Wie siehst du denn aus? Komm, hier, komm, wir machen mal Sepp mit richtig geilen Cornrows. Und dann machen wir eben noch einen richtig geilen Bart. Wow, fuck. Scheiß die Wand an. Nee. Das sieht ja ganz schlimm aus. Nein, wir machen ihm gar keinen Bart. Das sieht ja sonst ganz hässlich aus. So. Ja, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Was hat er denn für eine Augenfarbe, der Sepp? Mal auch nochmal Standard. Braun.
Zack. Kleidung. Nee, nicht Kleidung. Doch Kleidung? Hab ich was vergessen? Nee, hab ich nicht. Wie ziehen wir denn den Seppo an? Seppo zieht. Ah, Sepp ist so ein bisschen der Draufgänger-Typ. Sepp kriegt hier so geile fesche Outfits. Ach komm, die Hose gefällt mir eigentlich ganz gut. Schuhe? Jawohl. Abendkleidung. Ah ne, er hat auch noch eine Brille. So. Warum zur Hölle hat er das jetzt so geändert? Ah, doch nicht. So. Sepp trägt natürlich auch eine Brille. Der hat so eine dicke Hornbrille. So. Und Abendkleidung. Abendkleidung, da kriegt er das Outfit dieses hier. Ja, für ihn überlegt. Jawohl. Boah, was ein Liebesklave, ey. Weeb. Okay, das lassen wir ihm auch mal direkt. Die schöne Hose. So chic. Was ist das denn für eine Sportoberkleidung? Tanktop hier. So wie es sich da passt. Und schwarz. Jawohl. Badekleidung. Oh, was ist ein Dörper? Was kriegt er denn da Schönes? Ja, sicher. So. Das sieht doch gut aus. Er bekommt als Merkmal hinzu. Ja, er ist... Ja, so ein kleiner Autofreak ist er ja schon. Er ist... macht's gerne. Hier, sagen wir mal, machen wir das mal zu ihm. Er ist aber auch, wo ist es denn? Ein sehr geschickter Mensch. Er ist ja hier Tüftler, ne? Ingenieur. Das heißt, irgendjemand muss ja hier die Rohrbrüche behandeln. Partylöwe. Jawoll, wir brauchen ja einen, der richtig abgeht. Technikfeindlich. Wieso ist denn dann technikfeindlich? Wie unlogisch. Was können wir denn noch reinmachen? Ja. Ich will ja so ein bumsendes Etwas haben. Nicht bindungsphobisch. Komm, hier kokett machen wir auch immer. Jawoll. Oh, Daddy. Ich sehe schon, Hardy und Sepp sind am Rumlecken. Das wird auch sehr gut. Herzensbrecher total beliebt. Er ist natürlich der Bastler. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir das an. Die 6 Peats sind fertig. Sowieso. Beziehungen bearbeiten. Nein, wir gehen noch ganz beziehungslos daran. Wir nennen sie die Peats Meets Gang. Bam. Du hast doch keine Beziehung zwischen den Simpsons zugefügt. Komm, Mama, was kann man denn da für Beziehungen bearbeiten? Ach so. Wir wohnen alle zusammen. Er steht ja da, ist ja immer Mitbewohner der Standard, ne? Ja, wir sind alles Mitbewohner. Wir wollen ja noch keine Beziehungen machen. Ne? Das schöne Familienfoto haben wir schon fertiggestellt. Und jetzt lagen wir scheinbar nur noch. Ich bin gespannt. Mal gucken, wer als erstes von den Leuten stirbt, weil sie sich gegenseitig abbrennen oder sowas. 26.000, ja super. Ja, und ich würde sagen, mit der schönen Sache werden wir dann mal die Folge für heute beenden. Und ich hoffe, ihr schaltet dann das nächste Mal ein. Ich denke, wir werden noch die ein oder andere Sims-Folge zocken bei Plug & Jay. Haut rein, Leute. Tschüss.